Heute sind Ermittler der 7. Mordkommission hier unterwegs, zusammen mit Kollegen einer Einsatzhundertschaft und verteilen Flyer und kleben Plakate an Hausflüren, sprechen Zeugen an, suchen Gewerbetreibende auf, um möglichst Zeugen zu gewinnen für das Geschehen am Samstag, bei dem ein 26-jähriger junger Student aus Spanien ums Leben kam. Nach dem, was wir bisher wissen, gab es ohne Vorwarnung einen Angriff gegen 0.45 Uhr auf den jungen Mann. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus verstarb.